Eignet sich mein Auto für ein Dachzelt und passt ein Dachzelt auf jedes Auto? Diese Fragen werden uns häufig gestellt. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie herausfinden können, ob Sie ein Dachzelt auf Ihr Auto montieren können. Wollen Sie noch mehr Videos von uns sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal. Hallo, ich bin Daniel und willkommen bei Oberlink. Ein Dachzelt kann nur auf Autos mit Dachgepäckträger montiert werden. Können Sie oder haben Sie auf Ihrem Auto einen Dachträger montiert, dann besteht eine gute Chance, dass hier auch ein Dachzelt montiert werden kann. Es gibt dann drei Dinge, die Ihr Auto noch erfüllen muss. Der Abstand zwischen den Trägerfüßen muss groß genug sein, um ein Dachzelt aufstellen zu können. Bei Schiebedachzelten muss dieser Abstand mindestens 80 cm betragen. Der Abstand zwischen dem vorderen und dem hinteren Träger muss ebenfalls ausreichend sein. Idealerweise sollte dieser Abstand zwischen 70 und 90 cm liegen. Das Gesamtgewicht des Dachzeltes plus der Dachgepäckträger darf die maximale Dachlast des Fahrzeugs nicht überschreiten. Die maximale Dachlast ist immer in den Fahrzeugunterlagen angegeben. Wenn Sie diese Zahl nicht finden können, oder Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, sich an Ihren Autohändler zu wenden. Die in den Papieren angegebene Dachlast ist die mobile Dachlast. Die stationäre Dachlast ist 4 bis 5 Mal höher. Sie müssen sich also keine Sorge machen, dass Ihr Dachzelt einstürzt, wenn Sie in Ihrem Dachzelt schlafen. Ein Dachzelt kann vorne und hinten etwas am Auto hervorstehen. Denken Sie daran, dass die Heckklappe nicht immer geöffnet werden kann, wenn das Dachzelt zu weit nach hinten ragt. Ein Dachzelt kann auch etwas in der Breite hervorstehen. Denken Sie daran, dass ein Dachzelt nicht über die Autospiegel hinausragt. Mit einem Dachzelt sind Sie nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen wie ein Faltkaravan oder einem Wohnwagen gebunden. Trotzdem raten wir Ihnen, nicht schneller als 100 bis 120 Stundenkilometer zu fahren. Das Fahren mit einem Dachzelt sorgt für zusätzliches Geklapper und mehr Kraftstoffverbrauch. Jetzt, da Sie wissen, welche Eigenschaften Ihr Auto haben muss, können Sie sich auf die Suche nach dem passenden Dachzelt machen. Wollen Sie noch mehr praktische Campingtipps erhalten? Fragen Sie dann unsere Experten in unserem Laden oder besuchen Sie uns auf oblink.de. Wollen Sie noch mehr Videos sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal.